Ja, hallo, hier ist der Olli von OW Media Service. Nach längerer Zeit mal wieder ein kleines neues Tutorial oder ein paar Tipps, die ich euch mal wieder geben kann. Diesmal geht es einfach mal um ein paar Plugins, die ich verarbeitet habe, die ich also neu habe, die ich euch mal ins Herz legen möchte. Und das Ganze zeige ich euch heute mal an einem Titel, den ich selbst komponiert habe. Und das heißt, es ist so ein bisschen Retro-Pop 80er Jahre im Stil von ja, Italo-Pop, sage ich mal, Systems, Blues System, sowas in der Art, sowas der Herr Bohlen damals gemacht hat. Und da schauen wir mal, wie wir da weiterbleiben. Ich habe da so ein paar Ideen, die ich da gerne mal verwirklichen möchte. Und darauf zeige ich euch einfach mal ein paar Plugins, die ich da neu habe. Ich hoffe, der Titel ist jetzt hier wieder nicht zu laut übersteuert, weil ich hier mein Master schon drin habe. Aber den muss ich diesmal drin lassen, weil ich euch den Operator zeigen möchte. Und zwar nennt er sich Smooth Operator. Den habe ich jetzt ein paar Wochen und ich muss ehrlich sagen, es ist ein tolles Mastering-Gerät. Der macht die ganze, den ganzen Sound unheimlich radiotauglich, transparent und kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich habe für 35 Euro, der war im Angebot, geschnappt. Ansonsten kostet er, glaube ich, 69, aber es ist das Gerät auf jeden Fall wert. Des Weiteren für die Leute, die Plug-in Alien Sets auch am Start haben, auch ein sehr gutes Teil, und zwar ist es der TruePeak Limiter. Damit habt ihr eben nicht mehr diese auch ganz hohen Übersteuerungen oder Verzerrungen, wenn ihr also euer Audio praktisch mit anderen Limitern auf 0 dB aussteuert und dann nachher in MP3 umwandelt. Dann gibt es immer ein digitales Clipping, und das kann man mit diesem Gerät hier wunderbar vermeiden. Auch ein sehr schönes Teil. Gab es jetzt neu, habe ich mir auch runtergeladen. Ich habe die Subscription. Des Weiteren habe ich euch noch ein, zeige ich euch gleich noch ein kurzes Saxophon-Plugin. Das ist von Embertone Sensorial Sax. Das zeige ich euch gleich mal, wie sich das ganze Gerät anhört. Kann ich euch mal hier kurz einmal im Refrain vorspielen. Achtung mal drauf, wie es das Gerät kann. Also ich finde das schon sehr authentisch und ist so ein bisschen auch, passt natürlich zu so einem 80er-Jahre-Style. Das ist so ein Careless Whispered Saxophon und das passt also wirklich ganz wunderbar da rein. Ja, wie gesagt, ich mache das Gerätchen mal an. Ich streibe einfach mal hier, damit wir nicht übersteuern, einfach mal hier mal ein bisschen leiser um -6, so, also damit wir ein bisschen leiser haben. Und dann zeige ich euch mal den Titel oder spiele ihn mal kurz an, wie weit mir da die Ideen gekommen sind zu so einem Titel. Und dann sage ich euch, wie ich das gemacht habe. Also wir starten mal. Wie gesagt, insofern ist das Instrumental also fertig und jetzt mache ich vielleicht auch mal einen kleinen Aufruf an alle englisch motivierten Texter. Also ich habe da schon so eine leichte Textidee, aber mir fehlen halt noch ein paar Sachen. Also werde ich da mal vielleicht etwas ransetzen möchte und da vielleicht mal einen Text zu machen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich da vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen würde. Der Titel heißt auf jeden Fall High Energy. Das ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall drin vorkommen muss in dem Text. Und alles Weitere ist eigentlich ziemlich offen. Ich möchte das ganze Ding jetzt noch nicht hier so unbedingt abspielen. Ich habe aber eine Instrumental-Demo auf Soundcloud gemacht. Moment, jetzt können wir mal kurz reinschauen. Soundcloud. Irgendwo müssten wir hier drin sein. So, und zwar auf Tracks. So, das ist hier. Also ihr könnt einfach suchen nach OW Media Service. Ja, ist ja gut so. Da ist der Titel drin. Project Blue nennt er sich. Und zwar High Energy Instrumental Mix. Da kann man sich den einfach mal anhören. Und wer dann vielleicht eine Idee dazu hat,
da würde ich mich natürlich selber riesig drüber freuen, wenn da einer vielleicht mal sich da mal Gedanken noch drum macht. Wenn nicht, wie gesagt, ich schreibe auch einen Text dazu, aber vielleicht hat ja einer noch eine bessere Idee. Also da kann man sich das anhören. So, wir machen nochmal weiter. Jetzt zeige ich euch einmal den Smooth Operator, da erzähle ich euch kurz was vor. Also der macht die ganze Sache etwas radiotauglicher. Ich mache ihn mal an und mache ihn mal aus, dass ihr das vielleicht hört. Mit Kopfhörern am besten. Ja, er macht den ganzen Mix natürlich extrem transparent, was ich natürlich, das ist doch so ein leichter Hi-Fi-Charakter. Vielleicht kurz zu den Bedienungen. Wir haben also hier die Möglichkeit, erstmal die Farbgebung zu verändern, wenn man ihn also praktisch auch auf anderen Audiokanälen vielleicht eventuell benutzen möchte. Wir haben hier einen Threshold, den man also praktisch runterfahren kann wie beim Kompressor. Und daraus seht ihr dann hier oben, wie die einzelnen Frequenzen eben wie beim dynamischen Equalizer halt etwas runtergefahren werden. Aber er macht halt noch mehr. Was er macht, weiß ich nicht, weil das nachzubauen habe ich auch versucht vorher. Das funktioniert nicht. Er macht halt so einen Glanz in den Höhen. Und man kann dann also hier einmal den Offset, das heißt also einmal, wie er auf den Bassbereich reagieren soll, wie er auf die Höhen reagieren soll. Und hier haben wir praktisch die beiden Punkte, die eben die Verzerrungen von dem ganzen Mix halt eben etwas runternimmt. Die Resonanzen, die also eben zu stark durchkommen, die kann man hier auf Solo schalten. Ich mache das mal an. So, und da kann man sich dann die Sachen raussuchen. Und hier, da wo es so ein bisschen pfeifelt, da kann man die halt einstellen. Kann man erstmal suchen. Da, wo es anfängt zu pfeifen, einfach ein bisschen runterziehen. Und dann entzerrt er den wunderbar. Und es ist also so, ich habe das mal durchgelesen, er tastet also permanent das Audiomaterial ab und passt es dann halt immer der Gegebenheiten an. Und somit hat man also durch den ganzen Mix also eine Offenheit, eine wunderbare Transparenz. Und das ist wirklich schon ein tolles Ding. Das gleiche gibt es, glaube ich, auch noch, der nennt sich SUSE 2, der macht das auch, so ein dynamischer EQ. Der macht im Grunde genommen fast das gleiche. Die Einstellmöglichkeiten sind etwas komplexer, wenn man sich da mal mit auseinandersetzen möchte. Aber ich sag mal, für den Preis hier kann man wirklich nicht meckern. Also vielleicht nochmal auf die Seite gehen. Das Ding ist von Baby Audio, nennt sich Smooth Operator und ich glaube, es kostet im Normalpreis 69 Euro. Da kann man also, sage ich mal, nichts falsch machen, weil den werde ich jetzt, glaube ich, auf jedem Mastering anwenden, was es hört sich wirklich, man nimmt halt, ja, man muss es sich einfach mal anhören. Holt euch mal die Demo-Version runter, da wird zwar 30 Sekunden Pfeifton oder das Audiosignal ausgeschaltet, aber zum Ausprobieren, ob das was für euch ist, könnt ihr gerne mal machen. So, den Limiter habe ich euch auch schon gezeigt. Wie gesagt, da habe ich euch was zu gesagt, das gibt einen True Peak. Das heißt also, dass wir da nicht mehr so in die Übersteuerung kommen, weil wer sich da vielleicht mal bei YouTube ein paar Videos anschaut, was das True Peak bedeutet. Also da gibt es ein paar tolle Videos, wo das erklärt wird. Vielleicht mal schlau machen und dass man dann vielleicht nicht immer mit einem normalen Limiter auf 0 dB ausreichend diese ganze Sache oben nach oben hin begrenzt, wenn es dann wirklich zur Umwandlung in MP3 oder andere Formate kommt. Ja, also wie gesagt, der arbeitet recht gut. Dann kann ich euch auch mal kurz erklären, was ich da bis jetzt rausgefunden habe. Wir haben also hier den Gain, hier also das Ceiling, das heißt, bis wo er gehen soll. Ich habe hier einfach mal minus 0,3 Dezibel genommen. Der Gain ist auf 430, dann haben wir die Dynamikumfang kann man hier einstellen, was man haben möchte. Dynamisch, dann gehen wir halt bis minus 12. Dann können wir laut machen, dann sind wir halt bis minus 8, durchschnittliche Lautstärke. Man kann es für Streaming einstellen, dann sind wir bei minus 14, also ich mag das Dynamische so ein bisschen mehr, minus 12, dann kommt die Durchschnittslautheit ist dann halt bei minus 12 dB und das ist, glaube ich, ganz okay. Ich bin also auch davon weggegangen, die ganzen Sachen so extrem laut und so kommen. Es gibt da schließlich auch noch einen Lautstärkeregler, den man benutzen kann und deswegen, das ist einfach ein bisschen dynamischer und etwas musikalischer. Dann gibt es einfach einen High-Pass-Filter, einen Low-Pass-Filter, den wir also etwas beschneiden können. Und wir haben eine Foundation. Das ist so ein bisschen wie, ich denke mal so, die Dichte dieser ganzen Geschichte. Und hier haben wir noch diese XL-Schaltung, die ja mittlerweile bei den ganzen Plugin-Alliance-Sachen schon fast in jedem Plugin von
Brainworks drin ist. Da kann man eben so ein bisschen Saturation mit reinbringen. Das füllt die ganze Sache noch etwas auf. Also wie gesagt, ich bin davon relativ begeistert. Das ist ein schönes Ding. Farbwahl kann man auch noch ändern, wenn man hier lustig ist, in welche Farbe man das auch immer möchte. So, des Weiteren zeige ich euch mal, wen es jetzt noch interessiert. Einmal das Saxophon. Wie das aussieht, was das kann. Dann muss ich immer kurz mal. Mein Keyboard ist an, das läuft auch. Dann habe ich einmal einen MIDI-Kanal. Wir nehmen einmal unseren Kontakt Player. Und jetzt müssen wir einmal finden, dass wir das Sensual Sax daraus finden. Das habe ich, glaube ich, in Files, Instruments, Ambertone, Sensual Sax. Ist also auch relativ erschwinglich. Ich meine 29 Euro, also da braucht man also nicht irgendwie auf anderen Wegen irgendwas machen. Wichtig bei dem Ding ist, dass ihr also irgendwie nichts verändert in den Effekteinstellungen. Das heißt, wer jetzt also gern hier selber irgendwelche Einstellungen in den Kontaktplayer macht, bitte von absehen. Das haben die aber auch gesagt, weil man sonst alles verstellen würde. Ich mache das Gerät mal an, ich spiele es jetzt mal. So, erstmal wie ein normales Saxophon. Dann können wir hier den Sax dazugeben. Das heißt, was er da macht, ist eine Menge Hall. Das ist einmal das Legato, dann haben wir das Staccato und die Poly-Möglichkeit. Also wer auf Captain Cook und seine singenden Saxophone steht, der kann das hier wunderbar mit machen. Also wirklich ein wirklich tolles Ding. Ich habe also auch ein paar andere Libraries, aber das ist so, das passt wirklich in jeden Mix irgendwie. Das setzt sich halt viel, viel besser durch. Ja? Also auch mal reingucken, Ambertone. Weitergehen. Ja, es ist so ein bisschen das Vibrato, der Hall, also es ist schon, ich finde es klasse. Ja. Ja, das war es einmal soweit zum kleinen Ausflug hier in meine Komposition. Achso, nochmal, das könnte ich vielleicht auch nochmal kurz nochmal an den Mann bringen, wen das interessiert. Also ich habe ja sehr viel in meinen Videos immer von den Prism Drums geschwärmt, das tue ich auch weiterhin, aber ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, auch mal meine Fühler noch mal in andere Richtung auszustrecken, und zwar sind wir da auch mal auf die Producer Loops gekommen. So, das sage ich euch, ist also, wer da also für irgendwelche aktuellen Geschichten Samples sucht, kann ich die wirklich nur hier auch wirklich ans Herz legen. Ich habe mir jetzt praktisch mal hier diese Retro-Pop-Drums genommen. Die kosten, weiß ich nicht, die sind nicht teuer. Die Sets kosten irgendwie 16 Euro, 17 Euro, wenn sie im Angebot sind. Also da braucht man auch jetzt nicht irgendwie was irgendwo anders suchen. Ja. Und die passen halt wirklich permanent komplett vom Rhythmus her, also von den Gegebenheiten. Ich rede jetzt nur von den Drums. Also mit den anderen Loops kann man auch schon mal was machen. Also wie gesagt, wir haben hier Keys drin. Moment, wir schauen einfach mal. Die sind also nach den Tonarten sortiert. Nehmen wir jetzt einfach mal den G minor. So, da haben wir einfach mal die einzelnen. Also es ist immer ein kompletter Song, den man also praktisch damit zusammenbauen kann. Ich mach's mal an hier. So. Aber es geht uns nicht darum, sondern es geht uns ganz einfach um die Kicks und die One-Shots und das Drumset. Und die sind halt wirklich wunderbar passend zusammen. Die sind also auch wirklich. Man braucht da also auch wirklich nichts mehr machen. Ich zeige euch gleich mal hier. Ich habe die Kick jetzt einfach mal genommen. Nicht diese, sondern aus dem Dreierpack da unten irgendwo her. Waren, glaube ich, hier, weiß ich nicht, 80er, Moment. Volume 3, genau. Und dann habe ich, glaube ich, das Kit genommen. D-Miner, A-Miner. Ist auch wurscht, weiß ich. Ach, da steht es hier oben. Ne, da steht es auch nicht mehr drin. Ist auch wurscht. Jedenfalls, das ist das Kick-Sample hier. Das ist so richtig schön 80s. Die Snare passt da auch wunderbar zu. Und die Hi-Hat habe ich auch von da genommen. Das ist also wirklich eine klasse Sache, weil da braucht man wirklich nicht irgendwelche Drums, also Snare suchen. Dann sucht man sich die Kick, welche passt am besten dazu. Schaut euch mal die ganzen Sachen an. Die haben also für jede Musikrichtung da irgendwie extrem für mich geile Sachen. Also ich habe da auch das... Feel Good House, die oben, das nennt sich viel, das war für Ableton so ein Set, auch von denen. Also da sind die Kicks und so, das ist schon ganz großes Kino. Also da braucht man wirklich.
Es passt halt wirklich alles zusammen. Es ist schon, man braucht kein großes EQing mehr machen bei den Drums. Also das passt wirklich, wirklich wunderbar zusammen. Also wenn ihr seht, wie die hier ausschlagen, ja. Ja, die Kick ist also wirklich hier schon, passt alles raus, was man eben überhaupt nicht braucht. Also es ist gut vorbearbeitet, man spart sich damit eine Menge Arbeit und die Drums passen halt in sich stimmig zusammen. Ja, das gibt es noch mal kurz zu sagen. Was gibt's noch? Was wollte ich noch sagen? Dazu ist eigentlich nichts Großes zu sagen. Crash, ja, wenn es vielleicht interessiert, die ganzen FX-Sachen, die ich mir jetzt hier mal rausgezogen habe. Was sind die hier? Oder die, wo sind sie denn? Letzte Moment mal hier, die Metal-Sachen. Also, wenn ihr sowas für eure Produktion sucht, da gibt es eine wunderbare Kontakt-Library, die nennt sich Man Makes Noises. Und das ist jetzt so eine Wutke-Sache. Das heißt, viele Holz-Sachen, viele mit Steine gesampelte Sachen. Auch mal was ganz anderes, was man eben wunderbar mal wirklich in seine Produktion reinmachen kann. Ja, ja, coole Sachen. Das finde ich sonst nirgendwo. Ja, wie gesagt, wer da eine Idee hat oder mir gerne mal da einen Text zukommen lassen möchte oder daran vielleicht textmäßig dann ein bisschen mitarbeiten möchte, der kann das gerne tun. Also ich plane da so ein paar Titel, die in diesem Style so gemacht werden sollen und ich habe vielleicht davor extra mal vielleicht auch wirklich mal ein Veröffentlichungsprojekt rauszubauen. Mal schauen, wie weit ich da mit den Titeln komme. Ich habe noch so ein paar andere Titel im Hinterkopf, die ich da auch gerne verwirklichen möchte und lassen wir uns mal überraschen, was das gibt, wie viel Zeit ich dafür habe. Ja, das war es eigentlich von mir. Ich sag mal, ich wünsche euch einen schönen Tag. Nächstes Mal wieder mit Gesicht und mit Ansprache. Das einfach mal, damit ihr wisst, ich lebe noch, ich bin noch nicht an Corona gestorben und mache auch fleißig weiter. In der Zwischenzeit habe ich auch viel erlebt, da erzähle ich euch mal nächstes Mal was anderes vorhin darüber. Da lacht ihr euch mit Sicherheit auch kaputt, aber okay. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, sagt ciao, ciao, euer Olli, bis demnächst mal. Tschüss.